Hallo Leute, ich beantworte eine Frage von Bernd Bargeld. Und zwar hat er gefragt, willst du wirklich weg von Gran Canaria? Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Nein, ich will wirklich weg, ist die Antwort. Und ich gebe euch mal 5 Gründe oder 6 mal sehen, warum ich tatsächlich weg möchte. Gestern bin ich im Taxi gefahren und habe ein sehr gutes Gespräch gehabt mit dem Taxifahrer. Und wir haben uns unterhalten über Arrinaga, dass Arrinaga zur Touristenhochburg mutiert und dass man sich bald nichts mehr leisten kann. Also gut, aufgrund dessen Punkt 1, Ausländer sind nicht mehr so beliebt. Sie nehmen Wohnraum weg, kaufen Immobilien weg, sind ganz einfach zahlungsfähiger. Übrigens in Arrinaga sind es viele, viele Italiener, weniger Deutsche. Ja, aber egal, woher die Ausländer kommen, diese Sachen helfen halt nur wenigen Leuten im Dorf weiter, nämlich denen, die Immobilien zu vermieten haben oder zu verkaufen, und der Gesamtbevölkerung eher weniger. Zweitens, mir gefällt es nicht immer, wie man behandelt wird als Ausländer. Egal, ob bei der Polizei, im Centro Salud oder Ayuntamiento oder auch von der Bevölkerung auf der Straße. Ja, davon hat man irgendwie nach 12 Jahren die Nase voll. Drittens, nach wie vor die Behandlung von Tieren. Es wird verlangt, dass man sich raushält. Das habe ich ganz eindeutig gespürt, falls ihr das Video mal schaut, wo ich den weißen Podenco zum Tierheim gebracht habe, was da passiert ist. Ich bin aber nicht bereit, auf sowas stillzuhalten. Und ja, je länger man auf den Kanarischen Inseln ist und je tiefer man hineinblickt, desto mehr bekommt man mit und desto schwieriger wird es, die Klappe zu halten. Punkt 4. Insgesamt sieht es so aus, jeder will von dir profitieren, aber wenn du mal Hilfe brauchst, bist du allein. Denn mit Ausländern verfahren die Canarios folgendermaßen, bis hierhin und nicht weiter. Punkt 5. Die Preise, gerade für Wohnraum, steigen auf ein Niveau, was unangebracht ist, wenn man die Verdienstmöglichkeiten in Betracht zieht. Wenn man damals ein Haus für 500 gemietet hat, kostet es heute 1200. Also nicht der Rede wert. Kommen wir zu Punkt 6, dem im Grunde genommen für mich persönlich wichtigsten Grund. Und zwar habe ich in Deutschland Familie, ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder, ich habe Eltern. Und ja, nach so vielen Jahren im Ausland, wo Besuche halt nur begrenzt möglich waren, möchte ich das auch ganz gerne mal wieder genießen. Okay, ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Ich wünsche euch alles Gute, Fragen in die Kommentare. Danke, adios, Leute, ciao.